Benediciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo con il Salmo 79. Fa risplendere il tuo volto, Signore, noi saremo salvi. Fa risplendere il tuo volto, Signore, noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, dell'uomo che per te hai reso forte.
Aus dem Buch des Propheten Jesaja im 56. Kapitel. Seine Wächter sind allesamt blind. Sie merken nichts. Sie sind alle stumme Hunde, sie können nicht bellen. Träumend liegen sie da und haben gern ihre Ruhe. Und diese Hunde sind von mächtiger Gier, kennen keine Sättigung. Das sind Hirten, sie verstehen nicht aufzumerken. Sie alle haben sich ihren eigenen Weg zugewandt. Jeder ist nur auf seinen Gewinn bedacht. Kommt, ich hole Wein und wir wollen uns mit Bier betrinken. Und morgen wird es ebenso sein, großartig über die Maßen. Der Gerechte kommt um und niemand nimmt es sich zu Herzen. Die Treuen werden dahingerafft, ohne dass es jemand beachtet. Ja, von der Bosheit wird der Gerechte dahingerafft. Er gelangt zum Frieden. Sie ruhen auf ihren Lagern, ein jeder, der seinen Weg gerade ausgeht. Das ist das Wort des Herrn. Es gibt Abschnitte der Schrift, besonders bei den Propheten, die beschreiben nicht nur für Israel, sondern für die Welt eine schwierige Lage. Es scheint, dass die Welt zugrunde geht. Die Völker folgen ihrer Logik und wenden sich die einen gegen die anderen. Während die Propheten lehren, dass hinter den Ereignissen, die vielleicht die schlimmsten der Geschichte sein könnten, dass es dort immer dahinter der Herr steht, also vorhanden ist. Der Psalm 121 sagt, der Wächter Israels wird nicht schlafen, der Hüter Israels ist ein Wächter, der Herr ist der Hüter seines Volkes in der Geschichte. Und diese Wirklichkeit ist nicht immer so deutlich. Heute weiten sich unser Blick auf die Welt und es scheint, dass zu viele Situationen ohne Kontrolle ist oder außer Kontrolle geraten sind. Dieser Abschnitt, der von Jesaja, der oft vernachlässigt wird,
ist im dritten Teil des Buches, also der mit einem Loblied beginnt auf die Universalität. Dieser Abschnitt aus dem Buch des Propheten beleuchtet eine harte Lage, die so viel umso härter ist. Also wie diese Wörter das ausdrücken. Das Wort Gottes aber spricht und wird von den Fragen des Lebens angeregt. Auch in seinen Winkeln, die weniger deutlich sind. Und das Wort beleuchtet die Lage der Geschichte, auch wenn sie finster erscheint. Es gibt keinen Hüter in der Geschichte. An wen wendet sich der Prophet? Vielleicht an die Regierenden, wenn er sagt, seine Wächter sind allesamt blind. Sie merken nichts. Oder in einer anderen, deutlicheren Übersetzung, also wie sie heißt, sie merken nichts. Wo ist die öffentliche Meinung in einer wachen Zeit, nicht daran erinnert, weil an die Krisen, die in die Welt erschüttert, also man spricht nicht mehr an Libyen, heute erinnert der Kirchenkalender an Saint-Châtel, einen Heiligen aus Libanon, und oder andere Länder, wo sogar das nicht mal elektrischen Strom gibt, auch die Finsternis, also die Zukunft ganz finster ist in diesem Land. Weniger als 4 Millionen Einwohner, 2 Millionen Syrer leben im Libanon und 2 Millionen Palästinenser auch dort. Also voller, also diese Palästinenser und Syrer und noch andere sind dort Flüchtlinge. Das sind alles stumme Hunde. Sie können nicht bellen. Sie träumend liegen sie da und haben gern ihre Ruhe. Es gibt niemanden, der bellt und für sie schreit oder ruft. Und es gibt nicht nur die stummen Hunde, die öffentliche Meinung ist auch stumm. Also es gibt aber auch gierige Hunde, die unersättlich sind. Es sind die Wächter, die nichts merken. Jesaja dringt ein in diese Passivität und diese Sprachlosigkeit in einem Haus oder während er ein Haus sieht, die das brennt, also wie im Südsudan, wie in Libyen. Jeder folgt seinem eigenen Weg, jeder ist nur auf seinen Gewinn bedacht, ohne Ausnahme. Das sagt der Prophet weiter in dramatischer Weise. Diese Worte verurteilen sehr hart viele, das Interesse haben, die auch die Macht haben, den Frieden durchzusetzen, ohne sich darum zu kümmern, weil sich jeder nur auf seinen eigenen Gewinn konzentriert. Dann gibt es einige Zeilen, die scheinen über Ziele der Gewalt zu sprechen, über terroristische Gewalt, die ganze Völker heimsuchen, wie im Mosambik, das erneut verwundet wird durch eine Guerilla, die völlig sinnlos ist und keine Menschlichkeit zeigt, wo schon 800.000 zu Flüchtlingen geworden sind. Der Terrorismus ist eine Trunkenheit. Kommt, ich hole Wein und wir wollen uns mit Bier betrinken, sagt der Prophet. Wie viele Betrunkene durch die Gewalt, die auf Frieden wartet. Und dort kann man in manchen Ländern ein sehr hartes Urteil hören, ohne Hoffnung. Und morgen wird es ebenso sein. Das ist so schrecklich, das zu sagen. Denn es gibt eine riesige Ressource von Hass, von Gewalt und von Waffen. Nein. Für einige Völker darf die Zukunft nicht wie heute bleiben. Das darf nicht ebenso sein. Die muss anders sein. Die muss anders werden. In Mosambik
Du musst anders werden in den Ländern, die wir in unserem Gebet erinnern, in denen die Gefängnisse in der Stille und in der Verachtung der Menschlichkeit, wo der Gerechte umkommt und niemand nimmt es sich zu Herzen. So sind die Gefängnisse in Syrien und in vielen anderen Ländern. So sind die Orte, die Folterorte. Der Gerechte kommt um und niemand nimmt es sich zu Herzen. Es geschieht also, dass die Treuen dahingerafft werden, ohne dass es jemand beachtet. Was soll man tun? Wie soll man reagieren? Auch der Gerechte wird dahingerafft. Der Gerechte wird von der Bosheit dahingerafft. Und dann endet es, dass man nichts tut und resigniert. Wie viele Leute, ein großer Teil der Leute, deren Ohren Nachrichten erreichen, die nicht Gefühle wecken und keine Empörung wecken. Aber die Jünger Jesu sind bedrückt, dass im Markus-Evangelium sagt, vor einem Kranken, den sie nicht heilen konnten, weil der Vater des Kranken sagt, sie haben es nicht geschafft, den Dämon auszutreiben. Und Jesus sagt, Vater, alles ist möglich für den, der glaubt. Für den Frieden zu beten, bedeutet die Völker vor den Herrn zu bringen und um Heilung zu bitten vom Übel des Krieges und protestieren gegen das Übel des Krieges. Und es heißt zu sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Schreie sind leider oft erstickt und niemand achtet darauf, in vielen Teilen der Welt. Aber hier werden sie zur Fürbitte im Namen Jesu. Und er erhört unser Gebet und das Gebet der Völker und der Armen. Das Gebet ist der direkte Weg, um Frieden zu suchen. Er dringt in den Frieden ein. Er gelangt zum Frieden. Sie ruhen auf ihren Lagern. Ein jeder, der seinen Weg geradeaus geht, also sei Wächter. Und die Wächter, es gibt Wächter, die ihre Schafe verkaufen, aber der Herr ist zu seinen gekommen und hat Frieden verheißen. Meinen Frieden hinterlasse ich euch, nicht deinen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Herr, schenk uns deinen Frieden. Herr, schenk der Welt deinen Frieden. Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo che soffrono la guerra e tutte le terre colpite dalla violenza e dal terrorismo, per cui invochiamo il gran dono della pace. Preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in Afghanistan, per la fine della violenza diffusa in America Centrale, per la fine delle tensioni in Bielorussia, per la riconciliazione in Burundi. Per la fine del terrorismo e della persecuzione contro i cristiani in Burkina Faso. Per gli accordi di pace in Colombia. Per la pace nella regione del Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo.
per la fine delle tensioni nella penisola coreana. Per la fine del conflitto in Etiopia. Per la pace e la fine di ogni violenza in Iraq. Per la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano. Per la pace in Libia. Per la fine del conflitto in Mali. Per il Messico e la fine della violenza causata dal narcotraffico. Per il Myanmar. Per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la pace e la fine del terrorismo in Nigeria. Per la pace nella Repubblica Centroafricana. Per la pace e la fine di ogni violenza in Siria. Per la pace in Somalia. Per gli accordi di pace in Sud Sudan. Per la pace e la riconciliazione in Ucraina. Per la riconciliazione e la fine delle violenze in Venezuela. Per la pace nello Yemen. Per la pace e la fine di ogni violenza in Terra Santa. Per la liberazione di tutti coloro che sono stati rapiti in Medio Oriente e in ogni parte del mondo. Per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Ti preghiamo, Signore, per la pace nel mondo e nella vita di tutti noi. Accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te alla luce della tua resurrezione. Amen. O Signore nostro Dio, Padre dei popoli, tu che conosci il dolore degli uomini, delle donne, dei bambini, dei rifugiati, dei feriti, dei caduti, tu che sai la paura delle notti e dei giorni di guerra, vieni in soccorso con il dono della tua pace e fondilo largamente, vinci le forze del male che vogliono distruggere la convivenza tra gli uomini e le donne, tra i popoli. Convinci coloro che hanno in mano le sorti della pace e della guerra a seguire la via dell'umanità. E se gli uomini non sanno darsi pace, se i responsabili non sanno trovare la via della pace, aprila tu come dono del tuo santo misericordioso spirito, ora e sempre.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti. Amen. E la pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo. Sta lassando il monte della casa del Signore.